Da wär ich mal wieder. Weiter geht's bei Animal Crossing Happy Home Designer. Danke, Carlotta. Ich rede aber erstmal mit Melinda. Die öffentlichen Einrichtungen machen am meisten Spaß und deswegen. Du möchtest sicher einsehen, welche Projekte gerade gebaut werden können. Bitte sehr. Noch Laden und ein Kaufhaus. Da wir einen Laden schon haben. Wo ist denn der Unterschied zwischen Kaufhaus und Laden? Ach so, Essbereich auch noch. Oha. Das sind gleich 4 Räume. Holy moly! Gut, worauf warten? Ab geht's zu Klappspaten. Welche Kandidaten kann man knicken? Wie Pappkarten. Dahin! Alright. Außendesign. Wie soll es denn aussehen? Was haben wir zur Auswahl? Detta. Das mittlere schon mal nicht, aber das rechte ist zu pink. Nämlich das hier. Wunderbar. Also mit der Planung der Inneneinrichtung fortfahren. Klaro. Erstmal gucken, wie das gestrickt ist und dann gucke ich, was für neue Sachen zur Verfügung stehen. Ah, eine obere Etage. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Du faule Jette, ey. Ganz ohne Flachs. Das ist der Einkaufsbereich. Das sind wohl die 2 Verkaufsräume. Und oben hätten wir... Was war's doch gleich? Hallo? Essbereich. Oh je, oh je, oh je. Fangen wir am besten einfach mal damit an. Was haben wir denn zur Auswahl? Dunkelkacheltapete. Burgentapete. Noch irgendwas Neues? Nein. Animal Crossing Happy Home Designer. Es ist viel in den Kommentaren zu lesen gewesen. Puh, was nehme ich zum Essen denn? Essbereich. Es ist viel in den Kommentaren lesen gewesen, dass manche halt einen anderen Geschmack haben und so weiter und andere das nicht akzeptieren. Habe ich auch bei anderen Let's Playern, die Happy Home Designer machen, mitbekommen. Leute, ich sag nur eins. Wartezimmertapete. Passt aber irgendwie, ne? Oder was Fruchtiges. Doch, das Fruchtige nehmen wir. Das haben wir zwar schon mal bei dem einen Bewohner gebracht, aber ist jetzt wurscht. Habe ich bei anderen Let's Playern schon mitbekommen, die Happy Home Designer machen und finde ich nicht lustig. Also gesteht einfach, lasst einfach den Leuten ihr, wie sie wollen, zocken und ihr müsst es akzeptieren. Gerade Happy Home Designer ist halt, wo man wirklich merkt, dass jeder das verschiedene Art und Weise hat, es auszuleben oder sich einzurichten. So auch ich. Ich kann es auch nicht jedem recht machen, ist aber völlig in Ordnung. Empfangstisch? Für den Essbereich quasi. Wir gucken mal weiter. Das finde ich ein bisschen lästig. Immer auf die Lupe klicken. So, Holztheke, Massagestuhl. Für das Kaufhaus. Schmuckkästchen. Verlobungsring? Hä? Handtasche, Edelauslage. Edelvitrine. Hä? Das macht doch kein Museum. Steinbodenbelag, Elektrowerbetafel. Ja, gut, das nehmen wir. Ich hätte es nicht unbedingt hier dran gemacht. Dann hätten wir noch die Werbetafel. Sieht nicht aus wie eine Werbetafel. Jugendstil, Hygromede. Wegweiser, Tischvitrine. Ja, das ist doch was Nice. Wollen jetzt aber erstmal weiter gucken wegen dem Essen. Alles klar. Das ist ein Essbereich zwar. Ups. Das war ein Essbereich, aber da können wir alte Sachen reinmachen. Zum Beispiel von denen, die wir nicht reingekriegt haben beim letzten Mal. War doch das letzte Mal, oder? Ja, das sieht eher so restaurantmäßig aus. Das sieht eher so draußenmäßig aus. Ich klatsche trotzdem erstmal die rein. Mach erstmal ein paar. Da haben wir hier ein bisschen mehr Platz als zuletzt in dem asiatischen Restaurant. So, Massagestuhl. Ja, das habe ich ja eben schon gesehen. Was ist denn gut? Ich würde hier einen ganz normalen Stuhl hin. Obwohl. Kiefern. Schwierig zu beurteilen an der Stelle. Gut, das werden wir schon noch vermehren. Tu vielleicht erstmal die Empfangstheke so hier, wenn jemand reinkommt. So. Hallo, guten Tag. Dann, ja, ein Essbereich im Kaufhaus. Ihr macht Sachen. Mit einer Schränke wird jetzt nicht unbedingt. Ich muss mal durchgucken. Jetzt braucht man inzwischen schon Sachen doppelt. Das ist ganz interessant. Fernseher und sowas kann man.
Muss man aber nicht, ich weiß nicht, ob die wirklich dazu passen. Küche, Waschmaschine, Zeugs. Und viele haben sich beschwert über meine Kommentationsziel bei Happy Home Designer. Freunde, ich musste einfach überlegen, was ich machen soll. Man kann es auch als nicht Let's Play geeignet bezeichnen, wenn man so will. Genau sowas. Wir können auch mal einen großen Tisch auf jeden Fall trotzdem mal hinstellen. Gib mal hier die großen Tische her. Wo waren die doch gleich? Da. Hier haben wir viel Platz dafür. Da können wir ruhig mehr machen. Und zwar zum Beispiel eine in die Ecke und eine in die Ecke. Was nicht dahin, sondern ich tue den dahin pflanzen. Dann nochmal so Tisch oder Stühlchen. Können sich viele dran pflanzen. Wobei, das ist halt eher so Restaurant-Stil, ne? Oh, schwierig, wie es anders gehen soll. Naja, es ist halt wirklich was komplett anderes für mich auch. Holztheke. Das könnte eher als Essbereich gelten, aber ist schwierig zu beurteilen. Die Geräte. Lampen, ja, man kann auch... Was haben wir hier Schönes? Schmuckkästchen, das passt aber alles nicht hier so wirklich hin. Weiß nicht, warum hier so ein Essbereich hin soll. Wir haben nicht wirklich viel neuen Stuff bekommen, ehrlich gesagt. Für den Essbereich tun wir eine gute Pflanze hin, aber mal nicht immer dasselbe. Zypresse? Kann auch sowas einfach auf den Tisch stellen. Ich glaube, das passt sogar besser. Guck, das mag Melinda auch. Wir können ja mal gucken, was genau erforderlich ist hier für Essbereich. Eine Kasse und 4 Stühle noch. Ich denke, die Kasse haben wir. Alright. Nee, nee, hier wird es nicht sein. Guck mal, da war neuer Stuff. Was ist denn das? Die Vasen. Wo ist eine Kasse, Alter? Schöne Graffiti-Bilder an die Wand. Ich glaube, das könnte... War da nicht eine? Oder bin ich klar? Ich bin gerade blemblem. Okay. Ist in Ordnung. Kommt häufiger vor. Bugset. Ich würde so einen Fruchtkorb irgendwo hin tun. Der passt ganz gut in den Essbereich. Ja, so Kuchenvitrinchen. Ist eher so ein Essbereich. Da, Kasse. Zählt die nicht? Doch. Ja, weil Melinda nichts gesagt hat. Ne, ich würde die Kronleuchte vielleicht sogar wirklich wegtun. Und da wirken diese Blümchen doch irgendwie einladender. Meint ihr nicht da auch? Einladende Blümchen? Doch, doch. Mach einen Tisch hier vorne hin. Damit die selbst abrechnen können. Ich würde so ein Tischlein hinmachen. Und da die Kasse drauf. Sollen ja nicht die Kunden zwingend mitspielen. Oder? Kann man bringen. Und du hier einfach einen Drehstuhl hinklatschen. Und dann kann man immer vor und zurück. Ich sehe das Praktische. Ist zwar ein Bürostuhl hier, aber... So würde ich es fast machen. Ja, was mir auch aufgefallen ist, die Parts sind einfach too long, Freunde. Eigentlich muss man dahinter laufen können, aber Wurst. Ist mir jetzt Wurst. So, Ja gut. Ist echt schwierig mit den ganzen. Mit den riesigen. Aber ich würde die großen jetzt doch da lassen. Einmal darf einer hier hin. Einer darf hier hin. Ja, und in die Mitte. Man hat kaum noch Platz zum Durchlaufen. Aber ich würde es trotzdem so machen. So, Bams. Mach Stühle hin, bis die Schwarte kracht. Natürlich spawnt er nach da hinten. Ups. Nicht umdrehen. Und noch mehr Stühle braucht das Land. Ja, also nur mal über den Kommentationsstil zurückzukommen. Ich bin, wie ich bin. Egal, was für ein Projekt.
Fakt ist aber, dass ich zum Beispiel bei 2D-Jump-Runs mehr dazu erzählen kann. Oder mehr zur Situation. Was soll ich hier? Ich muss ja auch aufpassen, gucken, was ich mache. Und das nehmen ja dann alle krumm. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr versteift auf irgendwas. Aber sollte schon klar gehen. Wir könnten ja so machen, dass nur die Tische außen quasi Stühle haben. Ach, geht ja auch gar nicht anders. Ich honk. So machen mehr als genug Plätze, so viel braucht man eigentlich in diesem Spiel nicht. So, noch eine Kleinigkeit. Warte mal, ich würde nämlich gerne. Wo befindet sich das aber? Boah. Also eine Jukebox würde ich da schon hin tun, aber. Menschenskinder. Wo befindet sich das, was ich gerade suche? Kühlschrank, Wasser. Trinkgeldschale. Ja, das würde ich eher. Pass mal auf. Trinkgeldschale hier in die Mitte. Ich finde nur noch so eine Klofrau, wisst ihr? So eine Putzfrau. Ausstellungssockel, Standvitrine. Ich weiß nicht, was das alles ist. Das ist eher so Museum-like, ne? Ich glaube, die wollen eher ein Museum hier mitmachen, aber die deutsche Übersetzung hat ein bisschen gefailt. Kann das sein? Gut, ich finde jetzt gerade, glaube ich, nicht, was ich wollte. Kann man Feuerlöscher hinstellen eigentlich. Fast schon. Bam, badam, bam, bam. Immer dieselbe Musik. Bam, badam, bam, bam. Oh yeah, hier geht's ab. Keine Ahnung, ich suche einen Papierkorb, aber egal. So, das muss der Essbereich sein. Wir müssen sowieso ein bisschen auf die Tube drücken, weil es geht sonst echt zu lang. Was machen wir im Eingang? Kaufhaus. Sicher, dass ein Kaufhaus sein soll und kein Museum? Jetzt gucke ich nochmal hier. Was eigentlich dafür spezifisch wäre? Empfang, Museumshocker. Es soll doch garantiert ein Museum sein. So, irgendwas für... Ach man, inzwischen, das Gesuche macht mir schon nicht mehr viel Spaß, ehrlich gesagt, aber... Es war einfach too much. Keine Ahnung, tu halt auch einen Empfangstisch hin, weil... Weil was sonst? Einmal das... Oh, ist alles winzig. Was ist denn das hier für ein riesiger Saal? Kaufhaus. Ja, okay, das wollen sie hier haben. Ich guck gleich mal, was überhaupt hier erforderlich ist. An für sich. Tresenschalter. Alter Schalter. Tresenschalter. Das da, oder was? Nee, oder? Doch. Genau das und nichts anderes. Wollen sie hier haben. Nee. Tu's halt mal da hinten drauf. Was sind denn das jetzt für Verkaufsräume? Muss man sehen, was erforderlich ist, was die als Vorgabe haben. Eine Kasse. Ist ja toll. Kann ich die nicht aus dem anderen Ding nehmen? Verkaufsraum. Ich mache das trotzdem so ein bisschen museumähnlich, weil... Ja, wir haben ja Museumsachen bekommen und sollen die... Oder könnten die einsetzen. Die sollen hierzu passen. Verlobungsring. Mach halt so eine Vitrine hin und den... Verlobungsring rein. Genau. Guck, sie steht sogar drauf. Also was. Schmeiß ich erstmal hin hier. Ah, das was wir noch nicht haben, dann werde ich es gleich platzieren. Glasvitrine. Na siehst du.
Dann Massagestuhl. Den könnte ich eigentlich noch in den Wartebereich tun vorne. Glaub nicht, dass der fertig ist. Ja. Was noch? Hygrometer? Was? Da irgendwelche Vasen. Die könnt ihr kaufen, wenn ihr wollt. Achso. Das ist das. Ja, gut. Das hat ja nichts verloren, ehrlich gesagt. Machen wir erstmal Tapete und Kram. Keine Ahnung, mach so. Das soll ja mehr so ein Museum. Es sieht ja auch nach Museum aus. Das ist alles Museum. Ich glaube, da haben die deutschen Übersetzer wirklich mal gefailt. Tut mir leid, dazu sagen zu müssen. Oh, eieiei. So. Nee, das dann muss weg. Da hast du halt die Edelvitrine. Da ist ein Stuhl in Dirge. Tu eine komische Vase. Hier ist ja kein Fenster, deswegen tust du mal drauf steigen. Die Kasse? Moment. Bin ich gerade blemblem? Ich hab die gar nicht. Deswegen habe ich eigentlich den Tisch gehabt. Aber das sieht auch gut aus, wie das ist mit dem Tisch da. Wo kriege ich die jetzt her? Gerade mal gucken. Ich habe sie eben schon bekommen, ne? Das ist ein bisschen der Fail an mir. Ab und zu. Hier kann sie ja nicht weit sein. Beim Essen. Warm, wärmer. Ladenkasse. Ne? Was mir halt gefällt, ist das hier. Das werde ich sofort sowohl auch hier, aber auch stylischen Abständen. Das ist eine Möglichkeit, oder? So, dann gehen wir mal raus. So, zwei Sachen wollte ich hier hinstellen. Die Massagestühle. Wir müssen doch hier bei der Lupe sein, oder auch? Ja? Da. Pflanze von ruhig ordentlich rein. Also bei uns, Einkaufszentrum, Loop 5, Weiterstadt. War der eine oder andere von euch schon mal da? Da gibt es die auch ab und zu. Loop 5 in Weiterstadt, das ist ja Nähe Darmstadt. Also direkt, eigentlich sind Darmstadt und Weiterstadt so gut wie ein Ort, weil so nebenan ist einfach. Die haben auch jede Menge da, habe ich mir sogar schon mal gegönnt, aber naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann... ja, mach's ein bisschen freundlicher. Thank you, man. Was wollte ich noch? Ich hatte eben nur... Ach, die Dinger am Boden. Wurde nicht ganz hier... Obwohl, kann man machen mit jedem Boden. Da ist was. Ja, Mann. Lichte Apokalypse. Ich tue dir jetzt einfach mal so freie Hand. Ihr seht es auf dem unteren Bildschirm. Sollte ich die vielleicht... Ja, ich mache die ein bisschen so. Der eine ist falsch. Habe ich doch gesehen. Bum, batz, bum, batz, bum. Zu viel, aber wir lassen es einfach mal so. Also mich wird's nerven. Mich wird's nerven, definitiv. Da habe ich eine krasse Idee, wenn ich das so sehe. Und zwar, Freunde der Nacht, passt mal auf. Wir hatten ja eben diese Dinger, diese Leuchtdinger. Machen wir nochmal den ganzen Boden voll damit. Ob das überhaupt geht? Muss irgendwann mal ein Limit sein, oder? Sag mal, ist jetzt so doof. Oder kann man dann da nichts mehr hinstellen? Ich glaube, da kann man nichts mehr hinstellen.
Sieht doch echt dämlich aus. So. Okay. Thank you, man. Ja, machen wir einfach mal dunkler, weil... Weil aus irgendeinem Grund haben wir das schon bekommen. Und hier gibt es halt wirklich... Hier ist der Schwarzmarkt quasi. was wollt ihr denn hier? Wieder nur eine Kasse? Voll lame, Alter. Kassen. Oh, waren sie doch gleich. Wir nähern uns. Wir nähern uns. Nein, wir sind ganz weit weg. Kassen. Kassen. Um Geld zu verprassen. Dazu gibt es Kassen. Das nur am Rande. So. Oh. Was gibt's noch? Oh, ja, Freunde der Nacht, was mache ich hier eigentlich? Lass mal sehen. Ballons. Melinda? Melinda ist gar nicht mitgekommen, weil ich am Anfang stehen geblieben bin, oder was? Melinda! Melinda? Was zum... Teleportierfähigkeiten. Oh, die Alter hat's einfach drauf. Ich wollte ihre Reaktion sehen, aber nö, ist aber irgendwie wegteleportiert. Verstehe voll und ganz. Passiert schon mal durchaus. Was ist das denn hier? Achso, nur der Belag. Nichts drauf, außer vielleicht Zahnbelag. Ja, nimm hier so Klamotten. Die hängen ja da, als ob du sie kaufen könntest. Was noch? Handtaschen. Alles klar, Edelauslage. Da können wir die Handtasche auf die Edelauslage tun. Oh yeah! Und dazu noch das da. Das muss kurz weg, damit ich... Einmal das drauf, dann kriege ich die Ballonlampe. Ach, das ist eine Lampe. In die Ecke, das so. So, und die Verkaufssachen. Alles so an die Wände. Das irgendwie an die andere Wand, warum auch immer. Ups. Nee, das war schon richtig. Ja, gut. Achso, ich bin so ein Held. Was habe ich denn getan eben? Stepp. Handtasche auch da drauf. Ich weiß, Freunde, irgendwie ein bisschen schäbig und wenig, aber ich würde es jetzt einfach mal so lassen. Mal gucken, Melinda wird eh zufrieden sein, wenn hier vorne alles drin ist, was soll. Sie hat kaum Ansprüche, deswegen wird sie auch happy sein und ich weiß, ein klein bisschen liebloser als die letzten, aber muss, es werden immer mehr Zimmer und so weiter und so fort. Und das Gesuche wird auch langsam echt zur Tortur. Mal gucken. Müsste aber auch das Größte bislang sein, oder? Let's take a look at the Kaufhaus. Die werden trotzdem mehr Spaß hier haben. Guck mal an, da. Fred ist begeistert über die Leuchten. Und da stehen sie alle rum. Juhu! Bummels! Komm, probiert die Massagesitze aus. Alle nebeneinander. Los! Jetzt ist es blöd, dass man nur den einen Bereich zeigt. Ich finde, ich habe noch am meisten Liebe in den S-Bereich gesteckt. Ja. Recht bahnbrechend, wie es scheint. Wie schön, unser Kaufhaus ist endlich fertig. Damit wird unsere Stadt sogar noch attraktiver für Besucher, da bin ich mir sicher. Zumindest freue ich mich schon darauf, hier einzukaufen. So, auf mich wartet noch einiges an Arbeit im Stadtamt. Bis dann und ciao. Ja, Mann. Was für Arbeit denn?
Nee, nee, Netzwerk der schönen Häuser ist nicht so schön geworden. Ich bin ja da selbst, selbstkritisch. Netzwerk Markus, willkommen zurück. Danke, dass du dich engagierst und noch um diese Zeit arbeitest. Das Büro hat schon geschlossen, darum schreib deinen Bericht und dann ab nach Hause. Und dank nochmal. Ach, da nicht für. Naja, das war heute das Kaufhaus. Mal sehen, was Melinda macht, wenn wir alles fertig haben. Im nächsten Part wahrscheinlich. Okay, Daumen hoch oder Daumen runter. Animal Crossing wird immer bunter. Bis zum nächsten Mal und bis dann und ciao.